Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Torghast-Run zeigen. Heute wollte ich mal wieder in den Shaler's Gauntlet rein. Ich habe einen 7er Run gelaufen und tatsächlich war ich diesmal relativ gut durchgekommen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einige gute Trades gekriegt habe. Unter anderem so ein Springen-Trade, der sehr, sehr strong ist und mir da dementsprechend ein bisschen was geholfen hat. Ich habe, glaube ich, für den 6er Run irgendwie 3 Stunden geprogress gehabt, bis ich den geschafft habe. Beim 7er waren es jetzt tatsächlich nur 3 Runs, die ich gebraucht habe, war dann aber ein bisschen lucky. Ich habe mittlerweile auch schon den 8er gelaufen, den zeige ich euch dann noch in einem anderen Video. Da habe ich ein bisschen länger für geprogressed, aber ich würde sagen, da gehen wir dann dort drauf ein. Ich zeige euch vielleicht mal kurz, was ich an Skillung und Gear hatte. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Ich habe hier sowohl einmal mit dem Massenumschlingen gespielt, als auch mit Galactic Guardian einfach, weil ich halt hauptsächlich am Weglaufen bin und mit Mondfeuer am Dotten. Überlebensinstinkt, weil ich den 4er-Set-Bonus einmal angelegt habe. Ihr seht, ich habe nur 270er-Item-Level, weil ich halt ein paar Level, paar LFR-Items anlegen musste, um den 4er-Set-Bonus zu kriegen. Wobei, ehrlich gesagt, der jetzt nicht so notwendig war, weil, wie gesagt, ich laufe die meiste Zeit weg und Mondfeuer die Gegner nur und spiele mit so einem Mondfeuer-Bild. Dementsprechend, ja, wenn ihr den nicht habt, ist das jetzt auch nicht so wild. Ja, ich würde sagen, wir schauen einmal rein in den Run und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Übrigens, deine Run-Information, ich habe davor relativ lang für den 6er geprogress gehabt. Das war schon sehr spät. Frustrationsgrenze war hoch und vielleicht habe ich das andere ein oder andere mal ein bisschen rumgeflucht. Also seht mir das nach. Und ja, viel Spaß mit dem Run. Aber ich kann es mal mit Mars Root probieren. Ich frage mich, ob ich dann überhaupt den anderen Trade kriegen kann mit Heart of the Wild, ne? Wie das dann aussieht. So, schauen wir mal, was haben wir? Das hier. Das hier. Naja, das stimmt schon. Ich habe Vollmoon bei 20 Stacks. Im Endeffekt spiele ich eh eine verkappte Eule hier als Bär, ne? Eine verkappte Eule. Schauen wir mal, hoffentlich was Gutes. Okay, das ist totaler Rotz, das bringt mir einfach gar nichts. Das ist eher schlecht, aber es bringt mir zumindest etwas. Shockwave. Run. Shockwave. Run. Shockwave. Fuck, der 4, ne? Problem ist, wenn ich ihn jetzt interrupted hätte, dann wäre ich wahrscheinlich das Ding reingekommen in die Shockwave. Oh, das ist jetzt nicht gut, das muss ich blöderweise ranlaufen. Poker Action, da kommen schon die nächsten. Run. Auf 4. Jetzt werde ich gefiert, ne? Aber da war jetzt auch leider nichts mehr drin. Der andere hat auch nochmal ein 4. Also komm, so ein 4-Overlap ist halt immer das Rotzigste, was dir passieren kann. Fuck. Run. Warte mal, ich habe ja Ding mitgenommen, Mars Root.
Ach komm, wann hört er denn den Scheiß endlich mal auf? Ja, das wird jetzt richtig beschissen. Okay, jetzt bin ich im Sack. Der war halt fast tot, ne? Was soll ich nochmal probieren? Sind da halt ewig viele so Kollegen. Der castet das halt immer noch weiter. Wie lange castet der das denn? Okay, das ist halt kompletter Rotz. Danke dir fürs Followen. Kann ich ihn einmal desorientieren? Hört er dann auf, den Scheiß zu casten? Run. Run. Ich habe halt zu viele Mobs dabei, die jetzt irgendeinen Grab-Scheiß oder sowas machen. Run. Eine ist halt jetzt auch auf 99% hochgebufft. Muss ich halt reinchargen, dass ich den 4 interrupten kann, ne? Der eine Mob, ne, der hat jetzt halt so viele Stacks. Komm ich mal jetzt erstmal den Mob tot und dann. Jetzt 130% Damage. Keine Ahnung, es hat jetzt irgendwie geklappt hier. Ehrlich gesagt. Weiß nicht wie, aber es hat irgendwie geklappt. So, jetzt gucken wir mal. Mit der Arkanschaden, das mit der Seelengestalt ist halt auch strong, aber das bringt mir halt nicht so oft was. Okay, das ist halt totaler Rotz. Was? Bissl was? Ja gut, das sind jetzt halt nicht so krasse Dinge. Jetzt geht's weiter. Ja, mal schauen. Mal schauen. Nein. Hart auf der Wald-Ding mit, ne? Also keine Ahnung, das bringt mir halt blöderweise alles nix. Das bringt mir blöderweise alles nix. Ich denke mir, hier werde ich jetzt halt gesmackt, weil ich jetzt halt keine guten Trades mehr gekriegt habe. Das Epische war halt auch kacke. Ich habe halt keins von den beiden Epischen, dass ich 50% mehr Schaden mache. Also ehrlich gesagt,
werde ich wahrscheinlich jetzt nicht genug draus damagen, tatsächlich, dass ich die Mobs noch tot kriege, aber wir werden sehen. Ah, das ist gut, das macht zumindest Schaden. 200 Phantasma, das bringt mir jetzt halt direkt nichts, aber vielleicht ist da, warte, vielleicht ist da jetzt das krasse Epische drin. Auch nicht. Oder auch nicht. Halt alles nichts. Komm, wir nehmen jetzt das mal mit, da haben wir ein bisschen mehr Stats zumindest. Ich habe ja jetzt noch nichts, was ich für die Eule, ne? Den ganzen Eulentrades habe ich noch nicht. Fuck, der eine viert schon. Run. Nein, hab ich den Heiltyp dabei. Watch your step. Ich habe auch noch einen, der kickt. Perfekt. Und einen, der viert. Ich habe alles, was ich nicht haben will. Ich habe noch einen, der haut jetzt ein Vieh auf mich raus, aber ich kann ihn jetzt nicht interrupten. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Run. Hinten ist halt so ein bisschen eine Sackgasse, blöderweise. Fuck, der hat mich jetzt in die Rotze rein. Ja, okay. Gut, dass ich gerade ein Buffhut noch gegessen habe, ne? Watch your feet. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Da bringt mir das ganze Kiten aber jetzt halt nicht viel. Watch your feet. Der eine hat halt ein 4 und diesen Lifesteal-Scheiß, ne? Keine Ahnung. Watch your step. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Der 4 wird mich jetzt grillen. Ah! Problem ist, da ist halt alles zugerotzt, ne? Wenn ich einmal in 4 komme, bin ich weg. Ich darf halt nichts anderes interrupten, außer den 4. Wenn ich den 4 nicht krieg, dann war's das halt einfach. Das sind halt alles Caster, die kann ich halt nicht kiten. Ich krieg die nicht vernünftig zusammengezogen. Es ist halt alles zugevoidet. Das ist halt das der Worst Case im Endeffekt für mich. Watch your feet. Watch your feet. Watch your step. Genau, wenn ich meine Convoke mache, dann muss er seinen Scheiß casten. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. So weg ist Load. Ich muss jetzt irgendwie mal einen tot kriegen von denen zumindest. Watch your step. Problem ist, den werde ich halt nicht tot kriegen, ne? Hoffe, ich bereue es gleich nicht, dass ich das eine interrupted habe. Okay. Er castet halt nochmal. Der 4 ist sowas. Du interruptest es, es juckt ihn halt nicht. Ich bin so geslowt. Watch your step.
Muss ich halt defensiv convoken. Komm, gib mir irgendwas Stronges. Absolute Rotze. Watch your step. Nein, warum ging der warum ging das nicht durch? Watch your feet. Versteh's halt nicht. Run. Watch your feet. Oh boy, ja. Nein, habe ich jetzt den Slow-Mob dabei. Fuck, jetzt wurde ich hier wieder reingeführt. Einen Tod habe ich noch. Ich kriege jetzt noch den krassesten der krassesten Trades, der das hier aushebelt. Aber sonst sehe ich mich hier ehrlich gesagt eher unterlegen. Perfekt, der bringt mir gar nichts. Fang mal da hinten an. Weil nee, das bringt mir nichts. Ich muss, obwohl doch, da habe ich 3 Mobs. Das Ding ist, ich muss einfach den Typen weglaufen, krieg dann den 4 nicht mehr geinterrupted, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Weg, weil ich schon so weggeslowt bin. Ich habe halt einfach von dem einen Debuff so viele Stacks drauf. Nice, wenn der Mob stirbt, ist der Debuff auch weg. Das ist gut zu wissen. Ha! Irgendwie haben wir das jetzt noch gemacht. Was machen wir noch mit? Keine Ahnung. Jetzt habe ich halt nur einen. Jetzt habe ich halt nur einen Mana-Bonus hier offen. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Prozente. Ich habe die schlechten Prozente gekriegt. Ich brauche das mit der Heilung. Brauche ich halt eigentlich den Trade, ne? Dass ich, wenn ich in die Eule und wieder in die Bären zurück switch, dass ich die Heilung kriege.
Ja gut, keine Ahnung, ob ich das jetzt... Vielleicht ist der ja hier drin. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie ich das jetzt nur überleben kann. Das ist kacke. Ja, RIP. Okay, das ist definitiv RIP jetzt an der Stelle. Ja, na gut, ich probieren kann ich's, ne, aber... Viele Chancen male ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Interrupt. Watch your step. Wir haben diese... Ah, fuck, mich fährt einer. Der eine fährt mich, ne? Die haben mir so einen Schaden raus. Den muss ich schnell irgendwie töten, bevor der hier... Watch your step. Da sind überall diese scheiß Flächen, wo ich dann nicht mehr casten kann. Hier die Silence-Flächen, das ist richtig nervig. Dammit. Jetzt habe ich null Tode. Oder? Kommt jetzt schon der Dude? Nee. Einen habe ich noch, glaube ich. Super, der wird mich sehen. Hat aber halt nichts mehr Heiltechnisches, blöderweise. Run. Ich bin gerade ein bisschen rausgetappt, kann das sein? Run. Nein, ich habe den Hackelmob. Shockwave. Run. Watch your step. Die Silence-Fläche hat mir jetzt den Dings verhauen. Die Convoke. Run. Watch your step. Shockwave. Run.
Da habe ich diese Scheiße wieder. Muss es halt jetzt übelst safe spielen. Fuck, er hackelt mich halt in die Kacke rein. Ja, das ist RIP. Wenn er mich jetzt wieder in den Kack rein hackelt, dann mache ich nix. Watch your step. Fuck, hätten wir wieder die Convoke interrupted. Run. Watch your step. Das hat sogar besser geklappt, als ich dachte, ehrlich gesagt. Muss ich ein bisschen aufpassen. Wieder Cooldowns ready. Ich kann jetzt schon mal die Orbs mitnehmen. Obwohl, ich spiele jetzt erstmal das Ding runter und dann nicht, dass ich noch irgendwo reinlaufe. Muss ja jetzt nicht sein. Warte mal, ich habe ja jetzt hier. Muss mal den einen Spell noch rausziehen. Ich habe ja jetzt Moonfeuer Action. Oh, den hatte ich ja hier schon. Also ich habe nur was offen. Erhöht die kritischen 25% verursachten Feuerschaden. Feuerheilung. Habe ich irgendwas, was Feuerschaden macht? Crit. Bräuchte jetzt irgendeinen krassen Trade, ehrlich gesagt. Das ist auch kacke. Ist halt jetzt alles ziemlich kacke, was ich gekriegt habe, ehrlich gesagt. Also der Convoke macht größere Zauber, ist gut, ne? Aber ich brauche den Heiltrade, dass ich mich halt hochheilen kann, ne? Wenn ich die Gestalten switche. Ich nehme die Rüstung mit, dann habe ich ein bisschen mehr Leben. Auf Ebene 4 auf 120k leben. Ich werde so sterben. Ah, der ist unsichtbar. Holy moly, ratzt der Kollege raus. Ich spare mir jetzt mal meine Inka-Mana noch ein bisschen auf. Jump now. Jump now. Jump now. Oh, ich hab so einen Kackmob, der versucht jetzt halt einfach safe zu spielen und die ganze Zeit wegzulaufen. Jump now. Holy, ich krieg grad richtig aufs Maul.
Jump now. Halt echt eher ein Eulenbild hier so langsam, ne? Aber es ist halt das Safeste, was ich ehrlich gesagt machen kann. Mich die Mobs halt facetankt, dann kriege ich halt so auf den Sack. Alles zu spät ist. Keine Ahnung, wie ich die Ebene jetzt geschafft habe. Jetzt gib mir bitte einen von den strongen Trades, dass ich mich heilen kann und ein bisschen defensiver bin. Eure Angriffe haben eine Chance, einen Bereich der Seelen irgendwas in der Nähe zu erschaffen. Spielercharaktere können 10 einsammeln. Ja, ja gut, das ist kacke. Angriffe haben eine Chance, verblassen, verringert die Trefferschuss. Ne, wir nehmen ja live. Ich brauche einfach einen höheren Live-Pool. Ne, komm, Live-Pool. Wir machen jetzt den Live-Pool hoch. Ah, das hier. Mehr Damage. Mal. Schweigen gebracht, das ist nicht schlecht. Echt am Überlegen, komm, wir nehmen das mal mit. Silenzen wir ein bisschen die Gegner. Aber da gibt's keinen epischen Trade, ne? Ich könnte nur mehr Tempo nehmen, aber ich mach jetzt mein Live-Pool ein bisschen hoch. Fiole links. Was für eine Fiole? Hier keine Fiole. Ach so, was hätte ich eben nehmen sollen? Ach so, meinst du von den Trades? Na ja, gut, das ist wegen Delay ein bisschen blöd jetzt. Hier ist leider nichts mehr. Zu spät, ja. Was hätte die Fiole denn gemacht? Ja, egal, jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Life. Vielleicht bringt mir das was. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, dann sterbe ich halt nicht so instant. Ich denke mal, wenn ich gut kite... Wo können wir ein bisschen verringern? Gut, das mit dem Springen finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe halt immer noch nicht den Slow-Epic-Effekt, ne? Da komme ich ganz... Da komme ich ein bisschen besser weg, dann. Das ist eigentlich schon ganz nice. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Oh fuck, der will mich vieren. Holy moly. Fuck, der mich nicht in sich reingezogen. Shockwave, run. Egal, jetzt so keine Mobs mehr tot, ne? Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Watch your step. Run. Bin ich durchgeviert. Run. Shockwave. Watch your step. Run. Run. Run.
Watch your step. Das wird nicht mehr lang gut gehen. Run. Watch your step. Run. Watch your step. Run. Watch your step. Das ist so dumm, aber es klappt halt halbwegs. Sind halt so hoch gebufft, die Kollegen. Run. Watch your step. Das war so ein guter Trade, dass der Sprint. Das könnte halt tatsächlich funktionieren, ne? Also, wenn ich eine Sekunde in den Mobs drin bin, bin ich halt tot. Aber so kann ich halt wie so ein Behinderter. Uff. Ich brauche jetzt einen guten Trade. Das Problem ist, wenn ich gleich eine Plattform krieg, wo Lava ist, dann bin ich halt am Sack. Ne? Also wenn jetzt gleich Lava kommt, ich will es nicht verschreien, aber dann bin ich halt definitiv am Sack. Fuck, ich krieg halt hier nichts Gescheites. Ach komm! Ah, das wollte ich haben. Halt, warte mal, hier, das wollte ich noch mitnehmen. Das hier ist gut. Ich habe zwei Sachen, die gut sind, gekriegt und der andere war halt Rotz, aber die zwei guten sind das Wichtige. Bräuchte halt jetzt ein bisschen, Fuck, das ist genau so eine Ebene, wie ich meinte. Ja, weiß ich nicht, jetzt bin ich am Sack. Jetzt kann ich eigentlich bloß immer in der Mitte durchhüpfen. Ich werde so runterfallen, ne? Ich sehe es jetzt schon. Ja gut, jetzt eigentlich kann ich das Ding leaven. Weil ich kann eigentlich nur springen und ich werde sowas runterfallen. Ah, schade, das sah so gut aus. Weit hüpft mich das denn? Jetzt werde ich gefeiert. Der haut seine Heilung durch, blöderweise. Ich muss so aufpassen. Ich sehe es halt schon kommen. Kann ich. Ach, warte mal, kann ich auch springen, während ich gestunt bin?
Run. Das ist nice, dass ich selbst, wenn ich gestunt bin, springen kann. Fuck, jetzt bin ich in der... Ah ne, ich bin gar nicht in der Eule geswitcht. Okay, ich dachte, ich switch gerade in die Eule. Ich darf jetzt bloß nicht runterfallen. Ich bleib jetzt sicherheitsweise mal stehen, dass es mich nur abraucht. So, jetzt bloß nicht springen. Habe ich denn jetzt auf Convoke? Ne, komm, Convoke brauche ich jetzt eh nicht unbedingt. Wenn wir denn immer hier nachwachsen, aufschwatzen. Okay, das hat auch geklappt. Also das mit dem Springen ist echt ganz nice, aber ich habe halt leider, ne? Darf halt jetzt nichts verkacken. Bringt mir zwar jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, aber... Komm bitte wieder in einen weiteren Raum, wo ich ein bisschen rumhüpfen kann. Oh nein! Warum nochmal so eine Scheiße? Gib mir doch einen größeren Raum hier. Bin halt so ein Gimp und ich falle halt auch mal wo runter, ne? Ich sag's euch. Shockwave. Watch your feet. Run. Watch your feet. Shockwave. Watch your feet. Watch your feet. Shockwave. Ah, warte mal, die Shockwave geht über die ganze Zone, ne? Das hatte ich ja gelernt. Run. Watch your feet. Ich hab schon wieder den Stack drauf. Kann ich mich kleiner nimmer heilen. Watch your feet. Run. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Run. Oh, das ist nicht gut. Watch your feet. Watch your feet. Run. Wenn jetzt langsam mal down gehen, der Kollege. Shockwave wird mich kriegen, ne? Im Flug. Watch your feet. Watch your feet. Run. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet.
So, aufpassen, dass ich mich hier nicht selber runterschleuder. Watch your feet. Watch your feet. Glaub mal, jetzt kann ich sie einfach so killen. Watch your feet. Watch your feet. Okay, das war Stock 7. Verursacht von Schattenschaden besteht eine Chance, sein Ziel zu blenden und seinen Treffer 12 Sekunden zu verringern. Dann machen wir das mal. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Schattenschaden. Hier ein bisschen Versa nehmen wir noch mit. Das ist gut. Das wirft Damage zurück. Bisschen mehr Life, das können wir machen. Eine Kugel. Tempo. Dort überspringen ist okay. Oh, mehr Versa, das nehme ich. So, bitte drückt mir die Daumen, dass die... dass das letzte Ding ist. Therium-Rüstung haben wir. Dass es nicht wieder so ein Raum ist, sondern wo ich ein bisschen Platz habe. Einfach kurz in Wurzeleule und ab Convoke Ads tot. Ja, meine Convoke macht nicht so viel Schaden. Ich habe nicht sonderlich viele Convoke-Trades. Okay, das ist ein Raum, der halbwegs groß ist. Ist jetzt nicht hart verkack. Aber dann habe ich noch gar nicht so einen Safe-Trade. Redev, ich habe eh keinen mehr, ne? Ah, ich hätte das mitnehmen sollen. Für Inka. Halt kacke, das bringt mir nicht viel. Die wollen mir diesen blöden Gepardenspurt andrehen. Muss jetzt eigentlich nur ruhig runterspielen. Darf keinen Scheiß machen. Dann müsste das gehen. Ich hoffe, dass ich halt keine ätzenden CC-Mobs krieg. Ah, ich hab einen Spacken-Mob, der Heil Reduce drauf hat. Aber das mit dem Rumhüpfen, beste Taktik ever. Ich kann sogar während ich gestunt bin, aus dem Voids hüpfen. Gibt halt eigentlich echt nichts Besseres. Oh, aus den Voids wollen wir raus. Run. Also ich könnte die Mobs schneller töten, wenn ich sie... Fuck, ich war gerade eine Eule. Ich könnte sie schneller töten, wenn ich mal Hauen drauf mache, aber es ist halt gefährlicher, ne? Ich glaube, wir machen es lieber safe. Dass ich jetzt hier noch irgendwo in die Ecke mich reinbacke. Run. Also ich glaube, das sieht gut aus, ne? Ich glaube, das sieht... Aber das ist halt... Ne? Wie lange habe ich am 6er rumgemacht? Ich glaube, 5 Stunden oder so gefühlt. Und jetzt den 7er, das waren jetzt 2-3 Tries.
Das ging jetzt sogar relativ zügig. Aber das ist halt, es ist halt einfach die Trades, die du kriegst. Du brauchst die richtigen Trades. Und den Spring-Trade, den werde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Hätte nicht gedacht, dass der so strong ist. Also der ist ja wirklich absolut strong. Wenn ich einfach nur auf Mondfeuer-Action gehe und noch Ding mitnehmen, ne? Hier das Hüpfen. Jetzt nur 8. Boah, ihr macht mich fertig. Jetzt haben wir 3 Uhr, ne? Warum nehme ich die Trades eigentlich nur mit? Der Run ist durch. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das hier ein Erfolg wird. Deswegen habe ich das jetzt nicht so richtig vernünftig kommentiert. Aber ich hoffe, der ein oder andere kann trotzdem was mitnehmen. Also wenn ihr eine Klasse habt, die Range-Fähigkeiten hat, das Springding lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Gut, ja, dann sind wir tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns im 8er, sobald ich den angehe. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.